Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal eGaming. In diesem Video zeige ich euch ein neues MMO für dieses Grundstück hier. Und ja, es handelt sich um dieses Haus hier. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo und ein Like freuen. Und es würde mich riesig unterstützen. So, dann gehen wir mal einmal rein hier. Und gehen mal nach links. Es ist eher so gedacht für eine Mafia oder für eine Gang, könnt ihr euch aussuchen. Halt einfach so ein normales Haus. Hier seht ihr eine Küche. Dann hier ist ein Gang. Die Türen hier kann man nicht aufmachen. Dann ist hier so ein Essenstisch und so. Ist halt nicht so ein modernes Haus. Hier kann man natürlich auch rausgehen durch die Türen. Und man kann natürlich auch wieder reingehen. Das könnt ihr natürlich auch mit einem Doorlock oder irgendwas abschließen, wenn hier wirklich eine Mafia bei euch auf dem Server sein möchte oder irgendwas. Dann ist hier nochmal so eine Art Wohnzimmer. Und ja. Hier geht's auch nicht rein. Heißt, die drei Türen da hinten sind nicht benutzbar und diese hier nicht. Heißt, das ist so eine offene Villa. Und dann kann man hier wieder rausgehen. Und hier hinten, das gehört jetzt nicht zum MMO, aber das ist standardmäßig so. Ist nochmal so eine Art Bauernhof. Und dort ist dann noch ein Helikopterplatz drauf. Wo man dann mit einem Helikopter oder irgendwas drauf landen kann. Und ja, ich würde sagen, wir kommen auch schon zur Installation. Und ja. So, das Skript ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das dann habt, dann öffnet ihr WinSCP oder FileZilla, was auch immer ihr habt. Geht in euren Resource-Ordner und macht euch ein neues Verzeichnis. Das nennt ihr einfach Maps, MLOs, wie ihr wollt. Dann geht ihr dort rein und macht den Ordner hier rein. Dort müsst ihr nichts mehr verändern, einfach hier rein. Dann kopiert ihr euch den Ordnernamen und geht in eure Server CFG. Hier unten macht ihr dann Enter, gebt ein Start, Leertaste und fügt dann den Namen hier ein. Habe ich jetzt hier schon gemacht. Und dann geht ihr oben links auf Speichern. Dann könnt ihr das schließen und ihr müsst euren Server nur noch restarten und schon ist das Skript auf eurem Server. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.